So, gucken wir mal da rein. Grüß Gott. Tonight I'm feeling mean, I'm feeling mean. Tonight I'm feeling mean, I'm feeling mean. Tonight I'm feeling mean, gonna make an ugly scene. Tonight I'm feeling mean, I'm feeling mean. Also zweifellos, der Ursprung. Ich denke, ohne solche Motorräder und ohne den Laszlo Perez, der C-Marke BMW, so diese Grad hier zu spüren ist, nichts mehr geben. Die Exponate, die sehen wir ja nachher. Wir können da jetzt nichts freidecken, aber Geschichte, die Zukunft. Die Zukunft, schaut euch das an. Die Zukunft. Das ist doch mal schönes Blau, ne? Das wäre die Konträrfarbe, oder? Zu meinem Orange. Mhm. Das ist die Weltrekordmaschine vom Ernst Henne von 1935. 750 Kubik. Damit hat er es auf 216 km/h geschafft. 216 km/h. Jo, schaut mal her, unsere Zukunft. Und wenn ich von Zukunft spreche, dann finde ich dann den dann ganz lustig, ne? Oder? Wenn ich von Zukunft spreche, dann, ich denke mir, entwickeln ein Bodykit mit einem groben vorderen Hinterreifen, einen größeren Fender, hier ein anderes Windschild und hier hinten zwei so Akku-Vergrößerungsbacks, das sind dann die Dakar-Tanks. Zum Adaptieren. Ja, so. Scheiße, das Ding hat einen Motor. Von was erzähle ich denn da gerade? Bauen wir um. Bauen wir um, wird auf E umgebaut. Konzept, ja, Konzept ist schon veraltet. Schon irgendwie lustig, ne? Da hockst du schon ein paar Minuten zum Basteln dran. Dann schauen wir mal in die Halle da drüben. 3, 2, 1. Die Messe ist noch nicht eröffnet. Also wir gehen jetzt einfach mal wild durch, es ist bunt gemischt hier und wir schauen uns das nachher dann noch mal mit Publikum an, bevor wir Sachen sehen, die noch nicht gesehen werden sollen oder was noch nicht geputzt ist oder irgend sowas, ne? Weil die jammern ja immer alle rum, ne? Der Stand ist noch nicht fertig. Als wäre beim Aufbau irgendwas Schlimmes zu sehen. Dann vorne ist mittags, Wunderlich, Hornig, Heidenau, die haben noch gar nichts, die kommen vielleicht morgen. Die haben noch gar nicht so weit her, oder? Heidenau bei Dresden. Und da draußen sind auch mal Stände, ne? Das ist schon groß. Eine riesengeile Halle, ne? Gut, ich habe jetzt gestern echt gedacht, ich habe das irgendwie unterschätzt. Ich habe gedacht, das ist so ziemlich kleiner Scheiß, aber jetzt wenn wir da so rumlaufen, ne? BMW Motorräder, Remo, dann entpuppt sich das schon als ein großes Event, ne? Hoffentlich werden wir da draußen gefunden. Berlin ist cool. Doch, Berlin hat was. Als Location ist das eigentlich, also komm, ich meine Garmisch, die Berge, ne? Enduro fahren, der Flair. Aber kommen wir eigentlich auf eine Motorradmesse und Berge anzuschauen oder wollen wir Motorräder sehen? Und jetzt von der Größe her ist dieses Event viel geiler. Mach mal einen Schwenk, dass du mal so die Hallengröße festlegen kannst. Und davon sind es ja drei Hallen. Ne? Und der ganze Garten draußen, Sommergarten heißt das. Ne? Alles voll mit lauter Leuten, die Nachhall im Kopf haben und die Motorräder unterstützen. Was? Stimmt. Endlich könnte ich es fahren, mal richtig lernen. Wenn ihr bei mir in den Videos seht, oben im Besprechungsraum, diese riesen Kataloge, die sind richtig, von den Jungs. Genau, richtig, genau. Ja, da brauche ich immer stärkere Füße. Komplett Segment, was die Amerikaner als Powersports-Industrie nennen. Hm? Also alles, was Freizeitmotoren getrieben ist. Ausschließlich für Händler? Ausschließlich für Händler und Werkstätten, ja. Also kein Direktvertrieb? Kein Direktvertrieb. Richtig. Und da habt ihr euch ein paar Sachen ausgesucht für die S1000 und für die A9T, was wir so halt unter anderem Angebot haben. Also wir bieten alles an, von Verschleißteile über Zubehör, über Bekleidung. Und ja, wir haben für Straße, Harley, ATV, auch hier Jetski, Watercraft, bieten wir alles Ersatzteile an, Zubehör. Cool. Und das sieht ein bisschen Zukunft.
So in, weil ihr jetzt auf dem BMW-Stand seid? Ja, oder wir auch für BMW-Händler haben, ja. Als Händler, und wir auch für die BMW auch Zubehör haben. Hm. Mein BMW-Markt ist, ist nicht uninteressant, ist ja relativ groß, also die S-Verkaufszahlen macht einen großen Anteil aus. Ja, man muss halt überall präsentieren halt. Stimmt, ja, man muss immer Gas geben, ne? Wir waren auch in Garmisch jahrelang, jetzt kann man sehen, wie es in Berlin ist. Wie findest du das hier im Vergleich? Ja, es ist halt ein anderes Konzept halt. In Garmisch war es halt mit, sagen wir mal, mit Campingplatz und so weiter und halt auch mehr für die Tourenfahrer, denke ich, interessanter. Bin mal gespannt, wie es hier ist dann halt. Also ich sehe aus der Sicht vom Händler, glaube ich, dass es hier besser ist. Ne? Diese Fläche, die hat die Garmisch nicht geboten. Ne? Richtig, in Garmisch war alles draußen in so Zelten, wie das da drüben ist mit den Pagoden. Das ist richtig. Aber wir werden sehen halt, ja. Das ist ein bisschen ein anderes Konzept. Da sind wir alle mal ein bisschen gespannt. Hat auch mit anderen Ausstellern schon Kontakt. Alles klar, danke. Dankeschön. Dann schauen wir weiter, oder? Ja, jetzt gibt es eine Überleitung nach draußen. Wir gehen mal raus und schauen, wer draußen noch steht. Du willst unbedingt raus, Johannes, ne? Er ist riesig, ne? Hätte ich jetzt so erwartet. Schon riesig. Er ist riesig, ne? Süß, oder? Das ist ja cooles Ding. Was ist denn das? Ja, 75. 75? Baujahr? 43. Wo hast du die ausgegraben? Selbst in Teile zusammengebaut. In Teilen? Ja. So, wir sind jetzt beim Hubert auf dem Stand. Schwenkt mal darüber, das ist der alte Mann da. Voll mies, oder? Ich kann echt Leute beleidigen, das kann ich total gut. Da haben wir ein Motorrad und das kann ich jetzt, das Datum kann ich mir jetzt merken, weil das steht da auf dem Nummernschild, ne? 1943. R75. Und die hast du gebaut? Ja, richtig, vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren? Ja. Du musst versuchen, dahin zu reden. Ach so, das ist das Mikrofon. Genau. Ja, das ist, können wir uns so anschauen, ne? Genau. Vor 3 Jahren. Wie alt bist du? 31. 31? Genau. Wieso siehst du so alt aus? Ja, das ist wegen dem Bart. Ja. Hast du eine Freundin? Ja. Ja, und die toleriert das, dass du so ein Hobby hast? Ja, wenn man hier sowas baut, das ist nämlich ihr Rädern. Ah, okay. Dann ist das in Ordnung. Also die hat auch einen Nagel im Kopf. Genau, richtig. Und was bist du vom Beruf? Maschinenbauingenieur. Maschinenbauingenieur. Ja. Und was ist an dem Ding dann noch original? Der Rahmen. Der Rahmen. Wie gesagt, das ist ein anderer Motor, ist ein R80-Motor drin. Ja. Also komplette Antriebsstrang und eben dann die 2-in-1-Anlage vom Hattech. Ja. Die Gabel ist vom Zünder Wehrmacht gespannt. Und ja, so komplett Einzelanfertigung. Hast du für sowas ein Wertgutachten? Ja. Was steht denn da drauf? Das sage ich jetzt nicht. Okay. Ja gut, musst du auch nicht, ne? Ja. Und was ist das dann für ein Rahmen? Das ist ein Kacho-Rahmen. Ja, hast du den vom Glätter? Nein, selbst gebaut. Selbst gebaut. Genau. Er macht die selber. Genau, also selbst. Er macht die in Serie. Was? Und typisierst du so um? Ja, also im Endeffekt ist auf Basis von einem R60-Rahmen. Genau. Und eben dann der Oberzug oder die Oberzüge so geändert nach, ist der Kacho eben gemacht. Ja. Und dementsprechend halt dann auch mit Straßenzulassung. Coole Sache. Genau. Das ist jetzt die zweite. Ich habe noch eine gebaut, die ist mehr als Scrambler. Da brauchen wir noch eine lange Schwinge drin dann. Ne? Ja. Müssen wir noch mal reden miteinander. Ne? Ja. Weißt du ja, ne? Ja. Also 10 cm. Die Verlängerung, genau. Genau, ich mach die Verlängerung. Ja, genau. Ja gut, ist doch geil, wenn jeder so seinen Bereich macht, ne? Hat ja überhaupt, also hat ja jeder so seine Nische, ne? Das sind ja alles Nischenfuzzis, ne? Wie gesagt, das Fahrwerk alleine ist schon traumhaft im Gegensatz zum Originalfahrwerk, also ja, echt so. Dein Freund ist jünger als du, ne? Meine Freundin? Ja. Nein. Nein? Nein. Hab schon wieder in die Soße gelangt. Warte mal, schüttel mal ab. Nee, ist 2 Jahre älter. 2 Jahre älter. Und die fährt er noch schneller, oder? Ja, sie ist leichter, gell? Damit geht's besser, ne? Ich bloß die Hälfte von mir. Aber wie gesagt, der ist jetzt so vollgetankt bei 160 Kilo. Das macht ihm schon Spaß. Dürfte ich mich mal da draufsetzen? Ja. Ich glaube, feuchte Hose. Ja. Das ist ja Sache, das macht nichts. Würde mir auch stehen, oder? Ja. Das wirkt so nach Männermotorrad. Sag mal so, lange Beine sind da der beste Hitzeschutz. Ja.
Den Heini haben wir vorhin drin schon getroffen und jetzt haben wir unser Motorrad. Dieses. Also das hier. Aber Heini, erzähl doch mal was zu dem Motorrad. Da hatte ich Auspuffanlage, original am Motorrad angepasst. Extra für dieses Motorrad auch gemacht. K&N-Filter. Es ist alles eingetragen an dem Motorrad. Zugelassen. Und macht Spaß. Original R80. Bist du auf Achse angereist, oder? Oder mit dem Hänger? Ist im Transporter mitgefahren. Ah, ist kein Reisemotorrad. Jetzt wollte ich höher. Ich habe meinen Rucksack wie 1978 dafür hinten drauf geschnallt und bin hergefahren. Dafür habe ich andere Motorräder. Dies ist so ein Spaßmotorrad für die Show. Da kannst du wegen Schweißporn nähen machen. Und deshalb will ich nicht, dass das Gespann angeht, weil der Elmar wird jetzt die ganze Zeit wieder 1070 Kubik kalt aufdrehen lassen und wieder ausmachen. Wäre gesagt, kein Sprit mehr, weil sonst machen sie mir den Scheiß kaputt. Dann gehen die anderen Leute her, die kennen ja keinen Begrenzer. Ne? Scheiße, geschlafen. Wir sind jetzt bei der Checkies Garage. Also, wir sind jetzt bei Checkies Garage. Wie ist der Name zustande gekommen? In der Jugend einmal durch einen Blödsinn. Durch einen Blödsinn? Seitdem haben sie alle Checkies genommen und jetzt war es eine Checkies Garage. Okay. Und wer sind da gebrieft worden? Also jedes zweite Wort hier muss Hattig sein. Das Einzige, was nicht vom Hattig ist, ist die Sitzbank, weil die anderen nicht verkauft. Ne? Ja, genau. So ist der Hubert halt. Ja. Ausgangsbasis R18. Richtig. Ist schon schweineteuer, wenn man sie kauft, ne? Ja, kostet ein bisschen was. Aber dann geht erst der Umbau los und der kostet dann richtig Geld. Was? Am Ende circa, was muss ich da vom Konto abheben? Für so ein Fahrzeug wird die jetzt da stehen ungefähr knappe 45. 45.000. Das Klientel ist dann wahrscheinlich nicht so der Fliesenleger von der Nachbarschaft. Kommt drauf an. Wenn er gutes Geschäft hat. Es geht von alle Schichten praktisch. Ja. Die Modifikationen, sind die jetzt rein optische Ursache oder ist da auch im Motor was gemacht? Motor ist Serie. Ist Serie. Ich habe keine Ahnung, was drückt denn so ein Motor? Die hat ungefähr knappe 95 PS. 95 PS, langt ja voll zum Cruisen, ja, ja. Ne? Wie viele Angestellte hast du? Bist du allein? Machst du das? Ich mach das alles alleine. Daheim? Ich baue die Kupplügel selber, die Sattelplatten, die Sachen, Kennzeichenhalter. Das machen wir alles selber und dann bauen wir das ganze Ding um. Ja. Von Hubert haben wir dann die Erstpuff von Hartek. Machen wir halt dann noch Keramikbeschichtung. Und das hält? Das hebt, ja. Ja, weil da haben wir am Anfang echt einen Haufen Versuche gehabt, die nicht funktioniert haben mit dem Keramikzeug. Bei denen ist jetzt kein Problem, bis jetzt haben wir noch keine Probleme. Okay. Na ja, gut, ich meine, wir fahren im Gelände Hochdruckreiniger und so, da wird es schwierig, dann glaube ich. Ne? Mit Steinschlägern, das zeigt jetzt halt das Problem. Ja, ja, genau. Die machen die Ecken kaputt, wenn es mal anfängt. Und wie gesagt, sonst ist das Fahrzeug komplett umgebaut, andere Felgen gemacht, umlackiert, sehr viele Sachen gepulvert oder lackiert. Das ist schon ein Riesenmotor, ne? Ja, irre, ne? Früher hat man das nicht mal im Auto gehabt. Nein, aber macht Spaß, das Ding zu fahren. Glaube ich dir. Ja, der Drehmoment ist natürlich schon gigantisch. Wo kommst du her? Weil mit dem Deutsch klappt es nicht ganz so. Ich komme in der Nähe von Bad Hölz. Von Bad Hölz, ja gut, ich hab's da unten nicht so, ne? Bayern, tiefes Bayern. Kennst du den Hartl auch? Hartl Franz. Den Franz, ja? Ja, logisch. Das ist schön. Der ist nicht weit weg von mir. Ein treuer Kunde von mir. Echt? Ja. Gut. Super. Der Franz, der hat einen Rahmen von mir drin stehen im Verkaufsraum, in Roden. Okay. Gut. Okay, cool. Ist eine andere. Andere Basis. Ausführung? Genau. Mit einer cooleren Tasche, ne? Ja, da haben wir gar keine. Links und rechts Taschen. Ja. Wir bauen das nach Kundenwunsch. Wie es ein Kunde möchte. Von Sitz her, von Lenker, Auspuff, ist alles möglich. Ist kein Motorrad wie das andere. Das sind schon coole Dinger, muss man schon sagen. Ja. Man kann da schon draus was machen. Also, Dankeschön. Danke. Dass es nicht so warm ist, finde ich cool. So richtig angenehm. Die Location an sich hat auch was, ne? Wir sind im Wheels-Areal.
oder Area. So, wir gehen jetzt in den Wheels Area. Wheels Area. Für die Räder, für Schrauben, keine Ahnung, warum Wheel. Wenn das jemand beantworten kann, kann er es gerne drunter schreiben. Ne? Ja. Fit? Gut? Ja. Sieht immer noch so müde aus. Ich weiß nicht wieso. Hallo, ich bin der Manuel. Markus, grüß dich. Ich habe den Markus Walster. Ich kenne eigentlich, also ich meine, ich verfolge das zwar, aber eigentlich kenne ich das nur von den Harleys damals, von okay. D-Max. Ne? Ich fand das aber so lustig. Schon lange her, du. Ja, ne, ich bin ja auch nichts mehr der Jüngste. Ne? Ja, ja, ja. Scheiße, habe ich das gesagt? Nein, aber es ist leider so, ne? Das, ich fand das so beeindruckend mit der KDM-Lichtmaske auf der Harley, wie er das so losgesegelt hat. Ne? Und was ich am coolsten fand, ist, dass das immer passiert, wie es im Leben ist, dass unsere Kisten, also den Schrauber in der Kisten nacheinander. Das ist ganz klar. Ja. Das ist der Zeitfaktor, der fehlt. Das Geld, das fehlt, weil man ja erst schraubt für alle anderen. Ne? Ja. Und dann erst wird selber geschraubt. Ne? Wird erst selber geschraubt. Genau, ja. Aber du, das passiert. Ich mein, da gab es natürlich einen Haufen negativen Kommentare. Ah, genau, die müssen das sein. Ohne die Kommentare hast du nichts, weil positive kriegst du keine. So sieht's aus. Deswegen da putze ich mir gerade so was machen. Ja. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich gar keine Harley da sehe. Du bist komplett umgeschwenkt. Unser Kerngeschäft ist nur noch BMW. Nur noch aber BMW. Schon seit 2007 mittlerweile. Ja. Und hast dann den ganzen Harley, die Harley-Sachen, oder hast du selber noch welche daheim stehen? Nee. Ich habe 2010 die Firma verkauft. Also okay. Die hieß ja Walz Hardcore Cycles. Okay, ja. Die habe ich verkauft, die Firma, 2010 schon. Aber habe immer noch, Firma Walzwerk gibt es ja schon länger, habe immer schon Bugatti, Triumph und so weiter noch gemacht. Weißt? Irgendwann habe ich mal angefangen mit einer alten Motorräder, mit einer alten Zwei-Ventiler-Boxer. Weißt? Also ist so einfacher, ne? Es ist einfacher, es ist noch primitiver wie die Harley eigentlich, ne, von der Technik her. Aber es ist natürlich, macht halt viel mehr Spaß, so ein Ding zu fahren, wie so ein Eisehaufen. Ne? Ja. Vorhin haben wir so einen Kameraden gesehen mit so einem Bart und langen Haaren, den haben wir nicht gefilmt, glaube ich. Aber ich habe gesagt, solche Typen hat es früher nie auf einer BMW gegeben. Nee, so ist es, genau. Ich bin seit 2004 jetzt schon angemeldet, dann denke ich mir immer so, das hat sich schon ganz schön gechanged, ja, ne, das Ganze. Das stimmt. Da hat schon ein Wechsel stattgefunden. Aber dein Fokus ist nicht nur bei den Zwei-Ventilern, dein Fokus ist anscheinend auch bei den neuen Motorrädern. Ne? Ja, also alle BMWs. Also, alle BMW. Was heißt alle BMW? Im Prinzip die alten Zwei-Ventiler, das splittet sich bei uns auf in den Zwei-Ventiler. Hauptsächlich Monolever, manche Twin-Shocks auch. Ja. Dann die R90 und die R18. Das sind die unter drei. Da haben wir ja aber auch KK-Modelle und so, ne? Nee, doch, ja, K-Modelle gibt es ab nächstes Jahr. Echt? Da bauen wir jetzt gerade so einen Prototyp und das ist praktisch, dann strukturieren wir praktisch so wie hier die Shizu-Modelle. Ne? Ja, dass es praktisch verschiedene Modelle gibt, verschiedene Ausbaustufen und so weiter. Ne? Mensch, wegen Mario. Ja. Nee, du, das hat sich doch ergeben. Ich frage natürlich viele. Ja. Weil du machst aus einem Modell drei verschiedene Versionen. Ja, ja. Machst drei verschiedene Persönlichkeiten. Okay. Daraus entstand das Wort Schiedsrichter. Gab es natürlich auch wieder Negativkommentare wie mit allem, aber du. Ja, bitte. Scheiß drauf. Ich hoffe, ich habe mit dir einen neuen Abonnenten von meinem YouTube-Kanal gefunden. Das gucke ich gleich mal. Ja, ich danke dir. Also, tschüss.